Ja, okay. Ja? Wenn du das, ja? Nein? Vielleicht? Ist okay? Wenn du das gut so findest, ist okay. Was? Ponsenbeiß? Was ist das denn? Ach so. Ach krass. Ey, wenn du so in der Pampa unterwegs bist, fahren die Polizei, kommen Soldaten. Was? Ja, also wenn du das Scheiße baust, knallen die Soldaten ab, anstatt Polizisten. Okay. Überhaupt nicht übertrieben Kann so. da gerade mit Jeeps angefahren und haben mich dann direkt. Naja. Wollte ich denn? Wo wollte ich denn? Es gibt doch Radrennen. Kann man die nicht mit Trevor machen oder was? Triathlon heißt es. Ach, gibt es nur Triathlon? Gibt gar kein einzelnes Radrennen? Nee, ich glaube nicht. Das ist aber schade, hör mal. Na komm, ich fahr mal zur Seilbahn. Niski. Geile Seilbahn. Ui. So. Oh, guck mal hier. Ich mach auch mal Sind wir rein. nach langer Zeit mal wieder in Los Santos. Ich fahr gerade aus Los Santos raus. Ich dachte, wir treffen uns mal oder so. Ja? Dann nicht? Ist okay. Was ist denn dein Lieblingsradiosender? Das ist schwer zu sagen. Ich habe noch nicht alle gehört, aber so nach meinem ersten Umhören finde ich eigentlich Non-Pop eigentlich ganz cool, weil da laufen so viele Single-Charts-Songs aus aktuellen Anlässen. Ja, das stimmt. Das ist geil. Aber der Sender, den ich gerade am Laufen habe, der ist ja für den Arsch. Jetzt kommt bestimmt jemand in den Kommentar, der den Sender am besten findet. Dann bist du wieder dran. Ja, das stimmt. So, ich höre gerade Rihanna. Rihanna? Rihanna. Die mag ich dann echt gar nicht so. Ne? Ja, also sie hat gute Lieder, aber dieses Rumgeheule immer, das ist. Nee. Wobei das Lied mit Jay-Z wirklich gut ist von Battlefield. Das stimmt. Run this War doch mit town. Jay-Z, Ja, ne? ja. Ja, genau. Hammergeil. Ist eh krass, was diese beiden Games, also Call of Duty und Battlefield, eigentlich für zwei dicke Musiktitel am Start haben, ne? Ja. Eminem und Rihanna, das ist schon krass. Vor allem, was da gezahlt werden musste. Naja. Ja, Activision hat ja genug. Ja. EA ja gar nicht. Nee. EA ist auch schlecht. Also schlechteste Firma haben wir ja schon öfter gehabt jetzt. Ja. Auch Rockstar Games machen jetzt Mikrotransaktionen. Ja, ey, voll geldgierig, ey. Was hältst du denn davon? Also ich finde es, wie gesagt, ich finde es eigentlich, wenn es nicht so das Spiel beeinflusst, ganz okay, weil man wird ja nicht, es ist ja nicht verpflichtend, aber was mich stört, ist halt, dass andere Spieler sich zum Beispiel bestimmte Sachen kaufen können und so und dann im Vorteil sind, anstatt sich das freizuspielen. Ja, genau. Das stimmt, das stimmt. Ja, ich finde es, wie gesagt, gut, dass man nicht dazu gezwungen wird. Und ich hoffe auch, dass es nicht so exklusiven Stuff gibt, so dass du den kaufen musst, sonst Ja, kriegst du ihn eh das kommt nicht. vielleicht noch. Ja, das fände ich extrem scheiße. So. Also dann. Nein. Ja. Nein. So, wir geben der Dame mal ihr Gegenstand zurück. Ne, aber ich finde, du hast recht. Just sweetheart. Ah, nur Alter gute Schwede. Taten heute. Ja, natürlich. Ich habe die Aufnahme mit einem Amoklauf begonnen. Super. Aber es ist okay. Ja. Sag mal, in dieser einen Mission, ich weiß nicht, ist das ein Spoiler? Nee, ist kein Spoiler. Gibt's doch dieses Gewitter, ne? Nee, ist Gewitter. Meinst du, wurde mit Ja, XYZ mit nach. Trevor. Genau. Ja. Ja. Gibt es diese Gewitter auch außerhalb der Mission? Das habe ich mich auch schon gefragt. Ich hatte nämlich irgendwie das Gefühl, dass es das extrem. Descripted war. Genau, gescriptet, nicht inszeniert, Würde ja. ich aber schade finden. Ja. Wobei man muss ja auch sagen, das hier ist Los Angeles und in Los Angeles regnet es ja nicht so oft, ne? Ja, das stimmt auch wieder, ja. Aber die Gewitter waren trotzdem geil mit den Blitzen so, das war Ja. extrem krass. Oh, Stud! Abo, abo. Oh, ich habe eine fette Dame. Ah, ne. Oh, was? Was? Monster Stunt fehlgeschlagen? Oh, nö. Radrennen! Radrennen! Da komme ich da jetzt mehr. Ja, super. Oh, ich hab gerade Jan Ulrich überfahren. Ja? Warum? War der so schnell mit Doping? Nein. Nee. Aber hier ist aber auch schön. Ich trinke einen Sekt vielleicht. Ich trinke einen Sekt vielleicht. Was hat denn die Feine?
hat die denn in deiner Hand? Die ist auf Life Invader. So, das war, weil du weggegangen bist. Ach, guck mal, hier ist es doch schön. Hier ist es doch schön. Hier wohnen wieder bestimmt nur Schickimicki-Leute. Wo kommen wir denn hier hin? Wo kommen wir denn hier hin? Alter, schick doch mal ab. Bell SPD. Ist da vorne, da gehen wir mal da rein. Ich krieg echt gleich Puls, ne? Ach, hier ist so eine Polizeizentrale. Ist natürlich super schlau. Oh, hier ist ein Holländer. Ich mag ja Sandy Shores, ne? Ich finde das extrem geil hier. Ja? Mhm. So der See und sowas. Und die Berge da hinten, sieht cool aus. Ich versuche gerade hier in die Polizeizentrale einzubrechen. Wollte ich eigentlich gar nicht, aber... Ja. Ich protokolliere das alles. So. Was gibt's denn hier? Kann man hier den Heli klauen? Ich muss aber sagen, Helikopterfliegen ist ja extrem schwer, ne? Ja. Ich hatte das in der Flugschule letztes Jahr gehabt und das ist, boah, Alter. Das hab ich ausgetickt. Guck mal, hier kann man hochklettern. Scheiße, das hätte ich mal früher sehen sollen. Oh. Kommen wir da rein? Nee. Ach, ich hab grad auch die Anhalterin. Ja? Die weggebracht werden will aus den Bergen, ja. Ja, das ist ja lustig. Yeah. Ich spiele die beiden zusammen. Scheiße, ich wollte die Leiter hoch, aber jetzt kommen die Cops hier. Eileiter? Ich wollte die Eileiter hoch. You got a man down. Briefschnitzel habe ich down, genau. Jetzt ein Briefschnitzel. Okay. What? Oh, okay. The days get long out at that house all alone. I don't get many visitors anymore. Bam! Ist gut mich. Liebe Haftbomben. Well, you know how they like to talk. But now it's just me. Living on soup. Soup I make from old soup. Soup after soup after soup. I have to get out of there. Erzählt die Alte mir da irgendwas von Suppen? Ja, ja. Those damn ich hab auch Suppe. Always singing no matter how many times I poison them. Milchsuppe. Bird soup. Soup with bird. Birds with soup. Every night komm. I think I found peace, but then morning comes and with it another fresh hell. I BAM! To escape them and they're still singing, taunting me. No. Ach was, man macht sogar Spuren in dem Boden, wenn man hier im Dings fährt? Hm? Wenn man hier im Sand fährt, gibt es Spuren auf dem Boden, ja. Aber die gehen dann gleich wieder weg, aber ist trotzdem cool. Alter, ich war hier oben noch nie. I love working with rubber, burning it, tasting it. You fucking fucker! You've got feet, am I right? Hello? Clothy cloth ears, are you listening? Oh. You've got shoes, you've got feet, am I right? Oh, wie das hier abgeht gerade bei der Polizei. Ich wollte eigentlich nur einen Heli klauen. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt einen gibt. Shoes that look like feet. Heli Papa! You mean toe shoes? Yes. Was kann man hier kaufen? Shoes that look like feet. That's what I just said. Flugschule? Shoes that look... Was ist das denn? So, wir räumen mal ein bisschen auf hier. Feet. Shoes that look like feet. Feet that have shoes on them that are feet. Because wenn sich das mal anguckt, da unten die ganzen Cops. No, you can't, Mr. Schon krass, dass ein Cops-Top. Schon krass, dass wir voll die Explosion und so voll Sachen und nur 4 Sterne haben. Ja, ich hatte vorhin auch die ganzen Leute mit dem Golfschläger verprügelt. Bestimmt 50 Stück oder so. Hm. Hat nur einen Stern gehabt. So. Ja. Sind ja nur Menschen. Are you okay? Because this guy who picked me up the other week wasn't okay. He choked to death on his own hand. So. Okay, it's official. You're crazy. Crazy Maisie sitting on a daisy. Well, what are you gonna do? Spank me? Shave me? Lock me in the cellar with a spider called Molly Foster? Dress me up as a boy and make me drink through a little pink straw? Ach was, die wohnt hier hinten am Leuchtturm. Ja. Geil. You can. Alter, wie krass. Mama oftentimes. Don't pick your skull. So, jetzt haben wir 5 Sterne. Mal wieder. Soil. Hatte ich noch nie. This is it. Thank you. Here's my number. Will you call me sometime? Genau, die ist halt so in Kontakt. Geil. I love you.
Mit der triffst du dich erstmal, ne? Natürlich. Oder hier kommt ein Polizeiauto geflogen. Geh die jetzt mal beobachten. Na komm. Ah, ich hasse Grippe. Wer denn? Irgendwann muss der Polizei doch mal die Cops ausgehen. Zu denn, Alter? Haut er mir aufs Maul? Niemals! Vor allem sind die, wo sind die Helis? Ach, guck mal, da kommt schon hier so ein SWAT-Transporter an. SWAT! Genau. Na komm, hau mich, komm! Don't screw with me! Ah. Oh! Er ist tot. Boah, ey, wie lange ich hier 5 Sterne habe. Okay, hier ist es auch generell sehr einfach. Warst du schon mal beim Leuchtturm? Ja. Ich habe ja die Mission gerade auch gemacht. Aber ich habe es mir da jetzt nicht so angeguckt. Kann man, ach so. Also am Leuchtturm selbst, also im Leuchtturm warst du. Ja, du? Nee, ich probiere jetzt, ob man nochmal da reinkommt. Das ist geil. Das ist geil. Man kann ja Kopfsprünge machen, ne? Das ist auch extrem geil. Kann man hier. Yo, Klippensprung. Was? Ich bin tot? Was hast du denn gemacht? Ich bin einfach nur ins Wasser gesprungen. Ja, Tobi, ja. Hast du den Trevor einfach umgebracht? Krass. Guck mal, der ist so doof und rennt gegen den Zaun. What the fuck? Unfassbar. Okay, jetzt kommen sie alle. Warte mal. Oh, ich höre den Zug. Ja, kannst ja leider nicht fahren. Ja, stimmt. Hattest du ja ausprobiert, ne? Ja. Oh, da ist gerade einer vom Dach oben runtergefallen, okay. Wie komme ich denn da hin, wenn ich da hochgehe? Die Werbe... Achso, die Werbeplattform. Ist er tot? Ja, er ist tot. Huch. Oh, Entschuldigung, da bin ich gerade ins Mikrofon gekommen. Jo! Oh, da war ein mutiger Polizist. So, wir töten die Welle jetzt noch und dann versuchen wir mal abzuhauen hier. Oh, wie abhaut. Oh. Langsam geht uns auch die Munition leer. Leer? Wie komme ich denn da hoch? Am besten mit dem Auto. Genau, brumm. Wow! Alter! Klar, bleib dann im kleinen Baumstumpf hängen, ey. Oh, ich bin tot. Stolz auf dich. Elendig verrückt! Brrr. Dabei wollte ich einfach nur mal Action machen. Action. Jetzt kann man mal ganz kurz in den Optionen gucken, wie lange man denn hier wie lange mein längster Amoklauf war. Warte mal. Ach, kann man das da gucken? Ja, unter Verbrechen, glaube ich. Krass. Erledigte Polizisten 89, Nose-Agenten 31, Fahndungen 35, Verhaftungen 0, erhaltene Fahndungssterne 100. Ey? Achso. Losgewordene Fahndungssterne 44. Ah, nicht so gut. Achso, Dauer des letzten Fahndungslevels hat 1 Minute 44 gedauert. Mit 5 Fahndungssternen verbrachte Zeit 8 Minuten. Okay, krass. Ja. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Was kann man denn noch hier gucken? Ach, mit Trevor kannst du auch gucken? Ja, schon cool. Was machst du gerade? Mit einem Quad durch die Berge brettern. Ah. Und versuchen, die Kurven richtig zu nehmen. Wenn du an, in der Cockpit bist. Wenn du an einem Ziel bist, machen wir eine Aufnahmepause. Ja. Denn ich glaube, mein Festplattenspeicher reicht nicht mehr aus. Ja. Sonst hätten wir ein Problem. Meine Damen und Herren. Alter. Man muss ja nochmal dazu sagen, dass am 1. Oktober ja GTA 5 GTA Online kommt.
Dann machen wir natürlich das Let's Play, Leute. Zusammen, Tobi und ich, in einer Welt. Genau, und vielleicht ist ja der Patrick auch noch mal mit dabei. Genau, also der PZ. Und wir haben überlegt, dass wir noch einen Livestream machen, wann der und so kommt. Weiß ich, wissen wir noch nicht. Allerdings kann ja vielleicht sein, dass der ein oder andere Zocker von euch dabei ist. Und wir zocken aber dann die Xbox-Version. Ja. Oh, PC-Version wäre geil. Ja. Da müsste man sich keine Sorgen machen, ob es jeder hat und so. Ah. Ja, genau. Naja, kommt vielleicht ja. Genau. So, warte, ich fahre hier noch den Berg hoch, dann können wir auch eine Pause machen. Wow! Alter! Alter! Da ist mich durch den Tunnel. Durch den Tunnel fahren. Durch den Tunnel, da kannst du, ist dunkel! Schon krass, was es alles hier gibt in der Welt, ey. Ach komm, zum Abschied scheiße ich auf die Seilbahn und fahre hier nochmal einen Berg runter. Hui! Scheiße. Was hast du jetzt gemacht? Am Baum hängen geblieben. Oh, okay. Ja, also von mir aus können wir aufnehmen. Moment, Moment, Moment. Ja? Moment. Ich will nur ganz kurz, ganz kurz noch eine Sache ausprobieren. Ja? Warte. Ich laufe ein bisschen durch die Wildnis. Oh, scheiße. So geklappt, wie ich es wollte. Was ist da unten denn? Fährt da einer gerade mit dem Fahrrad? Nee. Hier war ich ja noch gar nicht. Ah! Okay, fahr mich halt um. Ja, ist okay. Eisenbahn! Na, du, na, na! So redest du immer, ne? Diese, wenn man B drückt, wenn man springt, das ist so bescheuert. Ja. Wo kommt da ein Zug? Ja, da kommt ein Zug. Ich lass mich jetzt vom Zug hören. Alle durch das Feuer. Hui! Machen die alle den. Nee, ich sag's. Den Micha? Nein. Feuer und durchfahren, na egal. Der Niki Lauda? Ach, Dennis. Ach, Tobi. Jetzt. Jetzt kommen wieder die. Ach Mann. Ich bin fertig. Also. Ja. Dann sage ich mal bis zur nächsten. Vielleicht, ja, es kommt noch natürlich noch ein Schwung an GTA 5 Folgen und dann kommt ja bald GTA Online. Am 1. Oktober ist es dann soweit und ich hoffe, ihr freut euch. Denn Tobi und ich zocken dann mit unseren eigenen Charakteren, also nicht als Franklin, nicht als Trevor und nicht als Michael, sondern als eigener Charakter GTA 5. Das GTA Online. Das wird immer Hammer, oder? Ja, da freue ich mich schon extrem drauf. Nächste Woche ist es soweit. Genau, und ihr findet hoffentlich, wenn alles gut geht, am Release-Tag von GTA Online direkt die Folge. In diesem Sinne, vielen, 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 vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Und bis zur nächsten Folge von Let's Play GTA 5. Tschüss. Tschüss.